Ich habe jetzt mal drei als Vorschlag sozusagen vorbereitet. Das erste wäre Sacred Eins Gold von 2004 bzw. 2005 mit der Erweiterung von Ascaron, die wahrscheinlich hauptsächlich oder beziehungsweise mit der Anstoßreihe bekannt geworden ist, oder auch Patrizia. Ich werde jetzt halt so. Das zweite Spiel ist Sacred 2, auch von Ascaron. Das dritte ist dann Giant Citizen Kabuto. Ich werde jetzt die mal alle drei relativ kurz vorstellen. 15 Minuten vielleicht oder vielleicht 20. Falls jemand ist, die halt noch nicht kennt, damit er mal seinen Ersteindruck kriegen kann. Und ich würde gern, dass ihr mir danach schreibt, welches ich denn spielen soll, beziehungsweise könnt ihr mir auch gerne noch andere Spiele vorschlagen. Wenn ich dann damit einverstanden bin, dann werden wir uns vielleicht auch eins von denen anschauen. Ich werde jetzt dann mal das erste starten. Also Sacred 1. Wahrscheinlich ist der Ton etwas zu laut, oder? Weiß ich nicht. Lassen wir mal die Effekte ein bisschen runter, Musik ein bisschen runter. Ach, ich würde sagen, lassen wir mal so, wie es ist. Also ich habe zu meinem Vorwissen zu diesen Spielen, also Sacred 1 habe ich mir, also die Gold Edition, vor ein paar Jahren mal besorgt. Ich habe es mal kurz gespielt, aber ich glaube höchstens 1 oder 2 Stunden. Also, ich kenne mich nicht aus. Also, es wäre schön, wenn ihr mir da Tipps geben könntet, falls ihr es kennt. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, schauen wir mal rein. Ich meine, ich weiß jetzt, Kampagne Underworld ist die Erweiterung. Ich glaube, da kamen dann mit der Erweiterung auch neue Klassen dazu. Zwerg, glaube ich. Aber wir gehen jetzt einfach mal auf Kampagne Ankaria. Hier ist es dann der Charakterauswahl. Die stellen sich alle selber mal vor, mit teilweise guten Synchronisationsstimmen. Ich glaube, der Gladiator ist die deutsche Stimme von Bruce Willis und der Nachtelf dürfte die deutsche Stimme von Nicolas Cage sein. Ich werde jetzt die einfach mal sich selbst vorstellen lassen, sozusagen. Der Gladiator ist ein Experte für den Nahkampf und geschult im Umgang mit Waffen aller Art. Am wohlsten fühlt er sich im Zweikampf. Mann gegen Mann, wo er mit harten Treffern und tödlichen Attacken seine Gegner fällt und spottend in den Staub schickt. Ja, das war der Gladiator. Jetzt gehen wir zur Seraphim. Die Seraphim ist eine Nachfahrin der mystischen Kampfengel aus der Ära der Götterkriege. Die Götter gewährten den Seraphim himmlische Magie, um ihre Gegner zu schwächen, bevor sie diese mit wirbelnden Klingen niederstrecken. Gehen wir zur Vampir. Nee, was ist das? Die Dämonin. Diese Welt. Ich ihrer überdrüssig bin. Einst gab es in Ankaria etliche würdige Gegner, doch die, die früher Furcht und Schrecken verbreiteten, sind längst Würmerfraß. Der Kampf hält kaum noch Herausforderungen für mich bereit. Und ohne Kampf ist das Leben sinnlos. Genau wie der Tod. Einst gab es viele wie mich, Kinder der Erde. Wir bevölkerten die Welt unter der Welt. Reich waren wir und so mächtig, dass selbst Könige uns um Hilfe baten. Doch diese Zeiten sind vergangen, genau wie meine Brüder und Schwestern. Nur ich bin noch übrig, der Letzte meiner Art. Dazu bestimmt, das zu bewahren, was uns Zwergen heilig ist. In Zeiten wie diesen ist das nicht einfach. Doch ich werde meinen Ahnen Ehre machen. Ist es die deutsche Synchronstimme vom Dumbledore aus Harry Potter? Die Elfin ist eine Waldläuferin und Jägerin.
eins mit der sie umgebenden Natur, ist ihre Magie beschützenden Ursprungs. Sie setzt Pfeil und Bogen mit harten Ziel- und Mehrfachschüssen ein und geht nur in höchster Bedrängnis in den bewaffneten Nahkampf. Der Kampfmagier hat neben der Zauberei auch die Waffenkunst für sich entdeckt. Geschickt führt er Schwerter und Stäbe, wenn er in den Nahkampf gezwungen wird. Doch seine mächtigste Waffe ist die Zauberei der Elemente, die das Weltengefüge zu erschüttern vermag. Der Dunkelelf entstammt einer machthungrigen Abspaltung der Elfen. Die rituellen Kampftechniken des Blutkultes lassen aus dem Dunkelelf einen tödlichen Schattenkämpfer werden. Der mit giftigen Klingenwaffen sowie präzisen Faust- und Fußtechniken seine Gegner errichtet. Die beseelte Vampirin ist eine Verschmelzung aus ritterlicher Nahkämpferin, die bei Tage geschickt mit dem Schwert ihre Gegner in die Schranken weist, während sie bei Nacht als verruchtes, diabolisches Raubtier ihre Opfer reißt und sich mit blutigen Küssen ein schauriges Gefolge schafft. Gut, das waren jetzt die Charakterklassen. Also ich glaube, mit der Erweiterung ist der Zwerg und die Dämonin dazugekommen. Ich finde es eigentlich mal nicht schlecht, dass es zwar durchaus die klassischen Klassen sozusagen gibt, aber auch so 1, 2, 3 untypische, finde ich, wie die Seraphim, die Vampirin oder die Dämonin. Ich werde jetzt einfach irgendeine Klasse nehmen. Wenn wir es mal wirklich spielen werden, dann werden wir uns mal vielleicht Gedanken machen, falls es halt eine große Rolle spielen sollte. Ich nehme jetzt einfach mal den Dunkelelf. Der Dunkelelf. Eigentlich bräuchte ich ja keinen Namen schreiben, weil ich gesagt, das ist nur ganz kurz. Kann man wohl die Schwierigkeitsstufe einstellen. Ich würde es jetzt einfach mal auf Bronze lassen. Dann starten wir mal. Natura primis shaimim. Da. Sakama. Hey! Okay. Naja, für 2004 wahrscheinlich okay aus heutiger Sicht. Naja. Soll ich den Text vorlesen?
Der Traum. Shudder, der Nekromant, beschwört einen Dämon und scheitert. Die Bestie aus den Untiefen der Hölle ist frei. Ihr erwacht schweißgebräunt auf dem eisigen Plateau aus dem Traum. Doch war es wirklich nur ein Traum? Es fühlte sich so real an. Ob eure elfische Gefährtin eure Schritte zu lenken vermag, auf dass dieser Albtraum nicht über die Welt an Caria hereinbricht. Okay, mit H kann man Hilfe einblenden. Ich soll die Kiste öffnen. Schauen wir mal, was H bringt. Bisschen rauszoomen, würde ich mal sagen. Alt kann man Namen einblenden. Jetzt öffnen wir mal die Truhe. Alles aufsammeln, Taste. Ah, okay. Gleich mal. Machen wir erstmal Alt. Bewegung und schlechte Rüstung ist der wohl ausgefallen. Ja. Schlechte Rüstung haben wir schon mal angelegt. Verwirrung. Eine Kampfkunst. Die lesen wir jetzt mal ein. Wir haben aktuell harten Schlag. Und der harte Schlag ist auch schon auf die rechte Maus gelegt, also alles, was hier unten links ist, ist die linke Maustaste, mit der man zuhaut, mit der Faustklinge, und mit der rechten Maustaste ist halt der harte Schlag. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Sacred Eyes Experte. Was ich hier will? Die letzte Etappe unserer Flucht steht bevor, mein dunkelelfischer Gefährte. Wir müssen Hauptmann Romata in der Garnison von Schönblick erreichen. Mit meinem Bogen und deinen Kampfkünsten sollten wir uns die Dunkelelfen, die uns verfolgen, vom Leib halten können. Lass uns also nicht zu lange verweilen, denn deine Brüder werden dir nie verzeihen, dass du dem Ruf des Herzens gefolgt bist und die Pfade des Schattenreiches verlassen hast. Das Blut unserer Gegner soll köstlich von meiner Klinge tropfen. So, Mann, die Tutorials bringen mich jetzt schon auf. Ist die Frage, ob es hier so eine Taste gibt, wo man die gleich miteinander vergleichen kann. Ich sehe jetzt keins. Das heißt 25 verteilt. Sagen, dass unsere bisher Ergebnisse ist. Aber schreibt gern, wenn ich hier Schwachsinn erzähle. So, kloppen wir uns erstmal durch die Höhle, denke ich. Das M. Okay. Da war noch die Minikarte, oder? Genau. Jetzt die Frage, ob dieser rote Kreis unter dem Wolf bedeutet, dass der recht gefährlich sein sollte, weil ich meine, er ist ja relativ schnell umgefallen. Oder ob das einfach der Lebensbalken ist. Muss man aufpassen, ob sich der verändert, wenn man drauf drischt. Es gibt hier wohl Hubschrauber.
Passt jetzt hier irgendwie nicht so rein, oder? Das sieht nur aus wie ein Hubschrauber. Wie ist der Ton des, der Sound des Spiels? Ist er zu laut, zu leise? Jetzt, wie gesagt, ich werde jetzt auch hier nicht ewig spielen. Der hat jetzt keinen roten Kreis. Level 1 hat der. Okay, Level up. Was in der Hölle? Was ist das? Gut. Jetzt ist die Frage, wie ich den Levelaufstieg hier gleich machen soll. Wie gesagt, wir werden sowieso einen neuen Charakter anfangen. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine große Ahnung. Mit den Schaden, den der Gegner durch Nahkampf und Fernkampf aufwölle. Ist immer gut. Diese Fähigkeit steigert die Regenerationsrate in den Techniken der Waffenkampfkünste. Ach ja, jetzt haben wir ja auch unten einen zweiten Slot bekommen, das Level Up. Sehe ich gerade. Ich will jetzt einfach mal den Waffenkunde reinstecken. Bei Fertigkeiten haben wir auch noch einen Punkt zu vergeben. Stärke erhöht den Angriffswert, den Nahkampfschaden und die Lebensenergie. Widerstand beeinflusst den körpereigenen Rüstungsschutz und die reduzierte Giftwirkung. Das Geschick beeinflusst die Verteidigungswerte und den erzielbaren Fernkampfschaden, wie der Klassiker für Bogenschützen oder Waldelfe, glaube ich, ist es hier. Physische Regeneration beschleunigt die Heilung der Lebensenergie und die Regeneration nicht magischer Kampfkünste. Mentale wahrscheinlich das Gegenteil, oder? Die magische Regeneration erhöht den Schaden der eigenen Zauber und verkürzt die Regenerationszeit. Charisma reduziert die Handelspreise und erhöht den verursachten Giftschaden. Okay. Charisma erhöht den Giftschaden. Ist es irgendwie, den Zusammenhang verstehe ich auch nicht. Warte mal, gut. Ich würde da Stärke nehmen, denke ich. Halt, ich wollte ja noch. Schon gesehen. Level 2 ist orange. Ich wollte jetzt noch gucken, ob ich jetzt die zweite Kampfstärke. Die waren, glaube ich, auf irgendeine F-Taste, oder? Oder wie konnte man die aktivieren? Durchschalten? Oder war das einfach 1, 2? Ah, genau, 1, 2 sind die auf der linken Seite über die linke Maustaste. Kann man zwischen an der Taste 1 und 2 umschalten. Und dann die rechte Maustaste. Ab 6, okay. 6 ist die erste, 7 ist die zweite. 7 ist irgendeine so eine Falle, glaube ich, oder? Mal gucken, was die macht. Ah! Ach, gegen Baum geschmissen, ganz toll. Ich brauche eine Rüstung, die mich vor kraftvollen Attacken schützt. Okay. Ja, sag mal, was ist mit dieser Falle? Aber nicht so gut, denke ich. Okay. Hinten habe ich noch was liegen, das Gold. Kiste. Gold kann man auch. Hier ist ein Bass. Schauen wir mal ins Haus. Erstmal immer die Gegner, die Questgeber schön ausrauben. Klassiker. Rot heißt wohl, die kann ich nicht tragen, oder? Gladiator. Okay. Da oben blinkt noch was. Ist auch noch? Im Laden?
Jedes Versteck. Vorhin. Lust. Zwillinge. Ah, ihr kommt gerade recht. In letzter Zeit sind die Tiere in diesen Wäldern sehr aggressiv geworden. Der hiesige Förster wird mit seinen Aufgaben nicht mehr fertig. Nun habe ich erfahren, dass Arugan, der Waldläufer, ein Schildblick ist. Er könnte helfen, unser Problem zu lösen. Sicherlich wird er in sich im Gasthaus zur tanzenden Seraphim aufhalten. Nun, was sagt ihr? Könnt ihr ihm diese Depesche überreichen? Ich weiß nicht, warum ich mir das antue. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, die Stadt ist relativ nah oben. Nach Schönblick werden wir jetzt noch laufen und dann denke ich, ist die Vorstellung für. Haben wir eh schon gemacht. Die Vorstellung für Sacred 1 erstmal durch. Wie gesagt, das soll nur kurz. Wie soll man sagen? Schnellüberblick sein, oder heißt Überblick? Kurzer Einblick sein. Wie das Spiel ausschaut, von der Grafik her und was grundsätzlich geht, was man so nicht wusste. Ich denke, nein, es ist halt. Ich will jetzt sagen Diablo-Verschnitt, aber das stimmt nicht so ganz, denke ich, weil es doch einige andere Mechaniken hat, soweit ich es beurteilen kann. Aber ich denke, es ist klar geworden, was es für ein Spiel ist. Ja. Und der ist fett rot. Was hat der für ein Level? Level 4? Ich habe schon mal vorbeigeschossen. Ja. Was macht die Falle eigentlich? Ist mir noch nicht so ganz klar. Oh. Ich habe meine Begleiterin verloren. Aber die hat. Der Kreis und Vögel, die steht wieder auf, oder? Oder nicht? Ziemlich viel Blut. Okay, steht wieder auf, sehr schön. Ich glaube, hier hat man seine Kiste in den Dörfern, wo man was zwischenlagern kann und auch mit seinen anderen Charakteren, glaube ich, auch sogar tauschen kann. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Gehen wir noch zum Waldläufer. Ja? Lass mich rein hier. Ich muss weg. Jetzt hätten wir noch eine weitere Kampfkunst bekommen. Pack dein Projektilumleitung. Reflektiert Fernkampfprojektile auf Gegner zurück. Ja, das klingt gut. Also wie gesagt, das war jetzt der erste schnelle Kurzeinblick, ja, doppelt gemoppelt hält besser, zu Sacred 1. Ich werde es jetzt hier beenden und dann auch zum nächsten Spiel gehen. Das wird dann Sacred 2 sein. Das ist, wie gesagt, 2008 erschienen, beziehungsweise auch die Erweiterung wieder ein Jahr später. Ist auch von Ascaron. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, für was Ascaron eigentlich bekannt war, aus meiner Sicht. Also ich habe sehr gerne Anstoß gespielt, Anstoß 1, 2, 3, vor allem das dritte. Ich glaube, das ist der Fußballmanager, den ich am längsten gespielt habe. Aber darum geht es jetzt nicht, ne? Sacred 2. Jetzt schauen wir kurz Sacred 2 an. Da habe ich noch weniger Erfahrung als in Sacred 1. Müssen wir beide auch nicht ganz. Das wird krass laut, oder? Nvidia. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht. Hätte ich wohl den Sound vorher runterdrehen sollen.
Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz so viel oder nicht so lang machen, weil ich denke, es ist klar, was das für ein Spiel sein wird. Vom Prinzip, so wie Sekret 1, nur neuer. Da schauen wir mal gleich. Da gehen wir jetzt mal Singleplayer. Hier gibt's auch wieder die Charakter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die auch reden, aber ich glaube schon. Ich würde jetzt mal einfach mal drüber hovern und schauen, ob sie dann reden. Die Magie, die mich durchfließt, ist nicht von dieser Welt. Ich gehöre zu den Auserwählten, denen es vergönnt ist, die Magie der Drachen studieren zu dürfen. Nur den Besten von uns ist es vergönnt, auch die letzten Geheimnisse dieser Wesen zu erforschen, um sich dann mit Fug und Recht Drachenmagier nennen zu können. Dies ist das Ziel, das ich mir gesetzt habe, und zu dessen Erlangen ich alles zu geben bereit bin. Ich bin ein Inquisitor, einer der Hohepriester der Hochelfen. Ausgestattet mit allen Privilegien meines Standes, verfolge ich meine eigenen Ziele, unabhängig und frei. Die Belange der geringeren Wesen dieser Welt kümmern mich nicht. Mögen sie mich böse nennen und zetern und mich verfluchen. Ihnen fehlt es am Verstand, um die wahren Prinzipien meiner Existenz begreifen zu können. Der freien Ausübung der mir zustehenden Macht zum höheren Wohl der Inquisition. Einst waren die Wälder meine Heimat. Im Schutze der Natur glaubte ich ewig leben zu können, unbehelligt von den Geschicken dieser Welt. Aber ich musste erkennen, dass dies ein Irrglaube war. Und so entschloss ich mich, die Wälder zu verlassen und meine Rolle auf der Schicksalsbühne dieser Welt einzunehmen. Wohin auch immer mich mein Weg führen wird, ich werde meine Ziele nicht aus den Augen verlieren. Zurück im Reich der Lebenden. Zurück in dieser erbärmlichen Welt mit ihren schwachen, armseligen Kreaturen. Ich war einst ein Krieger. Stolz, mutig und immer auf der Suche nach einem ebenbürtigen Gegner. Und als ich ihn schließlich gefunden hatte, konnte ich guten Gewissens ins Reich der Schatten hinabsteigen. Aber ich wurde verraten. Zurückgezerrt aus den süßen Armen des Todes. Verdammt zum Leben. Verdammt zur Unsterblichkeit. Doch bei meiner verlorenen Seele schwöre ich, dass die Lebenden für meinen Schmerz bezahlen werden. Ich bin einer der wenigen Tempelwächter, die den großen Krieg überlebt haben. In meinen Adern fließt nicht das Blut, jenes Symbol der Sterblichkeit und der Schwäche. Mein Körper ist für die Ewigkeit bestimmt. Und ich werde nicht dulden, dass die Sterblichen den Sieg davontragen. Der Schöpfer gab uns eine Aufgabe. Und solange ich existiere, werde ich nicht von ihr lassen. Lange genug habe ich Bücher gewälzt, senilen Männern zugehört und Interesse geheuchelt. Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte, habe gelernt, was zu wissen mich verlangt hat. Meine Zeit ist gekommen, die Welt steht mir offen. Meine Macht ist groß und ich scheue mich nicht, sie zu nutzen. Ich entstamme dem Geschlecht der Seraphim. Jene ätherischen Wesen, die seit Anbeginn der Zeit über die Geschicke der Welten wachen. Vereint mit meinen Schwestern und unter den Augen Sophias erfüllten wir unsere Aufgaben mit Stolz. Doch der Schöpfer hat diese Welt verlassen. Und so warten wir geduldig auf den Tag, an dem er zurückkehrt und unsere Aufgabe erfüllt ist. Auch hier finde ich wieder, dass wieder sehr viele Klassen dabei sind, die untypisch sind. Also für mich zumindest. Seraphine natürlich wieder, das ist glaube ich sozusagen das Paper Girl für die Spieleserie. Ist die Musik eigentlich zu laut? Ich fand jetzt irgendwie gefühlt die Musik zu laut und die Sprache zu leise. Auch hier werden wir jetzt mal ganz kurz was antesten, wobei ich glaube, dass die alle ein anderes Startgebiet haben. Ich glaube auch,
Im ersten weiß ich das gar nicht. Ich würde jetzt wahrscheinlich mal... Nehmen wir mal ein kleines Paper Girl. Damit sind mein Namen vielleicht hier. Situine. Situine. Da kann man anscheinend nur die Lichtkampagne spielen. Genau. Wollen wir mal... Verschwindet dann mein Name wieder. Egal. Die Magie, bei Drachenmagier kann man beide spielen. Bei Inquisitor nur die dunkle Seite, Schattenseite. Einst waren die Wälder Triade kann beide spielen, Schattenkrieger kann beide spielen, ich bin einer der wenigen Tempelwächter kann beide spielen, lange genug habe ich kann also sprich, ich alle können beide spielen, nur jene ätherischen kann man das Glaube auch ausstellen. Über die Geschicke der Welten wachen. Vereint mit meinen Schwestern und unter den Augen Sophias erfüllten wir unsere Aufgaben mit Stolz. Doch der Schöpfer hat diese Welt verlassen. Und so warten wir geduldig auf den Tag, an dem er zurückkehrt und unsere Aufgabe erfüllt ist. Also wie sehen kann, nur die Seraphin und der Inquisitor jeweils nur die Licht- bzw. Schattenseite spielen. Ja, die anderen können beide spielen. Was das genau bedeutet, weiß ich auch nicht, aber es ist ja schon mal nicht schlecht. Zeigt für Wiederspielwert, denke ich. Jetzt gibt es ja auch noch Götter. Er macht Dinge sichtbar, heilt und kennt Zukunft und Vergangenheit. Götter der Philosophie und Weisheit gewährt Inspiration, gewährt Zuversicht. Auch das würde ich sagen, schauen wir uns genauer an, wenn wir dann wirklich spielen. Guten Morgen, Zwiebeltipp auch. Bin gerade dabei, dass ich diverse Spiele vorstelle, die ich vielleicht dann anzocken möchte. Sacred 1 hatten wir schon kurz vorgestellt, jetzt stelle ich Sacred 2 vor und danach noch Giant Citizen Kabuto. Ich sag, ich habe bei all drei Spielen jetzt eher nicht so viel Erfahrung, aber macht ja nichts. Das ist, wie gesagt, nur eine kurze Vorstellung, wir werden jetzt das nicht wirklich spielen, sondern nur kurz zeigen. Darum gehe ich jetzt auch nicht so genau darauf ein, weil ich es auch nicht genau weiß und lese auch nicht so genau. Ich würde jetzt auch den Schwierigkeitsgrad mal auf Bronze lassen und Spielmodus gibt's noch Meisterhand und Hardcore. Gut. Also aktivieren. Meisterhand aktivieren kann man. Ich denke, das ist so eine globale Abklingzeit für alle Kampfkünste, beziehungsweise dass die den Rubriken, die sie zugeordnet sind, dann nur dann eine Abklingzeit haben, wenn man daraus die gleichen Angriffe verwendet. Aber genau weiß ich es nicht. Das, denke ich, macht schon einen Unterschied, einen großen, aber... Also Hardcore machen wir. Wie gesagt, wir testen sie jetzt nur einfach mal. Einfach mal schlicht ab. Wahrscheinlich kommt jetzt auch ein Intro. Oh, jetzt ist es wohl zu leise. Ja, fürs Intro war, ist jetzt wohl der Sound viel zu leise.
Stärke sind gefordert, um die Zukunft Ankarias zu bestimmen. Wird es euer Bestreben... Und da hätte er wirklich krasse Nasen haben. ...zu bewahren, oder werdet die Ankarier in den lodernden Abgrund schleudern? Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Ihre Klingen waren vergiftet. Oh, mein Weg geht hier zu Ende. Aber vielleicht war dennoch nicht alles umsonst. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit ist, meinen Weg fortzusetzen. Vielleicht... Ich werde sie rufen. Hoffentlich reicht meine Kraft noch aus. Lange war ich in der Welt unterwegs, im Auftrag des Lichts. Anders als die übrigen Schwestern konnte ich mich nicht damit abfinden, die Geschicke der Welt untätig hinzunehmen. Das Schicksal Ankarias darf nicht ignoriert werden. Zu groß sind die Gefahren, zu stark die Gegenspieler. Doch ich habe versagt. Das Gift, in das die Inquisitoren die Klingen ihrer Schwerter getaucht haben, ist tief in meinen Körper gedrungen. Mit jeder Minute werden meine Augen trüber und mein Leib kälter. Das Leben schwindet aus mir. Und du, mein Kind, bist meine letzte Hoffnung. Ich habe dich auserwählt, meinen Weg für mich fortzusetzen. Geh nun. Geh. Finde den Weg nach Tylysium. Finde und bekämpfe die Inquisitoren und ihre finsteren Pläne. Tu's für mich. Okay, die stirbt wohl. Gut, also ich würde mal sagen, das Intro im Vergleich zum Sacred 1 ist natürlich welken besser, aber liegen auch ein paar Jahre dazwischen. Zwiebel TV meint Sacred 2 ein tolles Spiel, davon gehe ich aus, dass du das schon mal gespielt hast. Also wie gesagt, ich habe sowohl 1 als auch 2 ganz kurz nur gespielt, also das 2 noch weniger wie das 1er. Also ich habe keinen Plan, heißt das auf Deutsch. Aber wie gesagt, darum geht es jetzt erstmal nicht, sondern nur kurz vorstellen, was das Spiel ist, wie es aussieht, was man machen kann. Tab ist wieder die Minimap. Also falls dann Sekke 2 ja wieder kann, kannst du mir ja gerne Tipps geben, was man da machen muss. Oder am besser machen kann. Okay, das gibt's auf der Xbox 360 auch, das wusste ich gar nicht. Wie lange ist das her, dass du das gespielt hast? Ist da wieder alles auf hier? Nee. Okay, hat's wohl gleich angelegt. Hier haben wir wieder unsere Kampfkünste. Lesen wir mal gleich ein. Runen. Die kann man jetzt, die kann man sich jetzt die anzeigen lassen. Schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Fünf oder sechs Jahre, ja. Ist halt doch schon älter, ne?
Wo sieht man denn jetzt hier die Kampfkünste? Ich stelle mich gerade ein bisschen doof. Hier sind die Fertigkeiten. Hier, okay. Wir hätten jetzt Schlaghagel, der ist ja schon ausgewählt, Rang 1. Und ein Buff. Ich glaube, ich konnte immer noch schon gleich aktivieren, oder? Der war hier. Ist der jetzt schon aktiv? Jetzt ist er aktiv. Erhöht Angriffswert, Verteidigungswert und Schaden mit Waffen. Verstärkung geholt. Traut sich wohl nicht mehr alleine aus ihrem Loch heraus. Dann scheint ihr unser Gift wohl nicht bekommen zu sein. Ist klar. Oh, süß schmeckt er. Der Tod. Gibt's jetzt hier eine Taste, wo man alles aufheben kann? Puh. Ist klar. Ah. Sieht man den Radius und was er alles, was es alles aufheben kann auf einmal. Ich hätte halt gerne mal bei so älteren Spielen immer diese Möglichkeit, dass er das mir das gleich begleicht. Also das ist das, was du angelegt hast und das hast du jetzt gefunden und das ist da und da besser. Rüstung 2, Rüstung 4. Beziehungsbelastung 0,73. Ja gut, aber wie gesagt, darum geht es jetzt eigentlich nicht. Nur mal kurz rumlaufen, ein paar Leute zusammenschnetzeln und dann hat man ja schon einen Eindruck gewonnen. Okay, ZwiebelTV meint, ich kann auch einstellen, dass er nur die wichtigen Sachen aufsammelt. Mal gucken. Wie gesagt, am Anfang werde ich wahrscheinlich ja eh alles brauchen, aber es ist bestimmt später nicht schlecht zu wissen. Würde ich jetzt auf die Schnelle nicht finden. Gameplay vielleicht. Ach hier, aufsammeln alles ab weiß, blau und gelb, okay. Sonstiges. Eintränke. Was ist schnelles Casten? Ich habe ja eigentlich nichts geändert. Hast du dann Sacred 1 auch gespielt? Jetzt geht's aber ab.
Für was wärst du denn dann bis jetzt? Also für Sacred 1 oder Sacred 2, dass wir weiterzocken sollen? Wie gesagt, es kommt dann auch noch Giants dazu. Als Vorschlag. Oder erst Sacred 1 und dann Sacred 2. Aber ich denke, Sacred 1 ist nicht notwendig, um Sacred 2 zu spielen. Also weder von der Story her. Aber ich weiß es natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist nicht so. Ich bin ja fast schon der Meinung, dass es jetzt als Ersteindruck langt. Vor allen Dingen, weil wir ja auch Sacred 1 schon vorher gespielt haben. Oder was heißt gespielt? Angezockt. Darum würde ich jetzt auch zum nächsten Spiel übergehen. Ich hoffe, es kann nicht starten. Ich habe es jetzt 5-mal versucht zu starten. 3-mal ging's. Und 2-mal nicht. Aber wir werden es sehen. Mal kurz Giants. Das kennen vielleicht ja die Leute weniger, denke ich. Das ist auch ein bisschen älter. Ich werde jetzt mal versuchen, das zu starten, beziehungsweise erstmal Sacred 2 zu beenden. Also Giant Citizen Kabuto ist von 2000, ist von Planet Moon Studios. Soll halt auch total gut sein, habe ich mal gehört, habe ich aber auch nicht wirklich gespielt, aber ich bin halt eben dabei, dass ich jetzt diese alten guten Spiele vielleicht mal nachhole. Und halt, würde mich eben interessieren, welches für euch da interessant wäre. Und das würde ich dann spielen. Dann ist auch vielleicht die Motivation größer, auch mal bei über so kleinere Geschichten hinweg zu sehen, wie Grafik und sonstige hakelige Steuerung oder sonst wie, wenn mehrere Leute dabei sind und das gut finden, dass man das spielt. Jetzt mal gucken, ob ich es schaffe. Kennst du Giants, Zwiebel TV? So, es startet wohl. Ganz kurz noch mal raustippen. Moment. So, jetzt. Okay, was geht jetzt hier ab?
Retten Sie den hilflosen Netz, Marty, Jungen, Beeilung. Er ist die Gefahr, los. Ich denke, die Musik ist zu laut, oder? Benutzen Sie die Karte. Okay, Maus ist irgendwie ein bisschen langsam. Kann man das irgendwo einstellen? Naja, schauen wir mal. Wo müssen wir hin? Irgendeinen Smarty-Jungen retten. Das grafisch natürlich, naja, schon, naja, veraltet. Es ist ja schon 21 Jahre alt. Soll aber recht witzig sein. Was für kleine Viecher. Ich habe so das Gefühl, die kommen wohl unendlich aus diesem Nest, oder? Springen. Scheint nicht. Ja, aber ich muss da springen können, sonst komme ich hier nicht rauf, oder? Also wie gesagt, da habe ich noch weniger Ahnung auch hier. Sieht man wahrscheinlich jetzt auch deutlich an. Ich habe es vorher nur mal gestartet. Und die Tastenbelegung eigentlich so hinklick, wie ich es haben möchte. Was geht ab? Falls jemand das Spiel kennt, bitte gerne schreiben. Gut. Aha. Krass. Okay, Lebensenergie. Wir schießen da auf mich, der da hinten, oder? Gibt es wohl einen großen und kleinen Ausflug? Der hat mich jetzt getroffen? Da ist doch rechts noch einer. Okay.
hinten ist eine Brücke, da werden wir mal rüber müssen. Das sind zwei Brücken. Jetzt heruntergefallen. Hallo? Wo denn? Ja, was? Wie, wo? Da hinten oder was? Schon halb tot hier bei der ersten Mission. Was geht ab? Da ist doch noch. Wo ist denn der? Ja, toll, jetzt bin ich tot. Ich sehe den nicht. Oh. Vielen Dank. Ich heiße Bass. Okay, ich heiße Ahmed, aber Sie können mich Timmy nennen. Ich wollte diesem Ripper auf keinen Fall meinen Jetpack geben. Ripper. Das ist meiner. Aber Sie können ihn gern haben, Mr. Basil, wenn Sie möchten. Das hat vielleicht Spaß gemacht. Hier, tragen Sie mich in den Smarty-Schacht hinunter. Die Luke ist gerade offen. Hey! Ich zeige Ihnen, wie mein Jetpack funktioniert. Wow! Verdammt gut erschossen, Mr. Basil. Mr. Basil. Moment! Weißt du, ich suche einen Freund, der verschwunden ist. Was zur Hölle ist das? Was? Ach, die Dinger! Das sind Wachsfiguren von hängenden Smarties. Die Sea Reaper versuchen uns Angst einzujagen, um uns von unserer Insel zu vertreiben. Was sie nicht wissen, ist, dass wir schon sehr lange hier leben seit... Ahmed! Was? Diese Smarties sind echt! Schon, Kleiner, reiß dich zusammen. Konntest du nicht wissen? Die Pillen, schnell! Ich brauche meine Pillen, Mr. Bass. Ich habe sehr schlechte Nerven, wissen Sie? Ich brauche meine Pillen! Nur die Ruhe! Bitte, retten Sie sie! Oh mein Gott, wenn ich nur dran denke! Gestern habe ich noch mit Steinen beworfen. Du bist immer. Tja, die sehen reichlich mitgenommen aus. Hören Sie, Mr. Bass, ich werde Sie belohnen, wenn Sie sie retten. Bitte, schnell! Retten Sie vier Smarties mit Ihrem neuen sexy Jetpack. Setzen Sie sie auf die Smartie-Absatzstelle. Achten Sie auf hungrige Piranhas, die sich im Wasser tummeln. Um den Jetpack zu benutzen, drücken Sie die rechte Maustaste. Okay, alles klar. Ja. Drum konnte ich nicht springen, wahrscheinlich. Ah, und links ist die Anzeige. Okay. Wahrscheinlich erst hier rüber. Okay, wie rette ich die jetzt? Okay, der Bild. Soll ich jetzt den Flug auf... Ah! Okay. Ja, jetzt liegt lang. Was ist mit dem da? Komm! Okay. Kann man aus dem Wasser anordnen. Wohin jetzt?
dahinter wahrscheinlich. Hilfe! Danke, Kumpel. Okay. Vier Stück, also noch drei. Oh. Die Steuerung ist irgendwie nicht so... Ah. Wie kriegen wir dich jetzt? Ach. Kriegen wir den noch? Nee, zu spät. Krass, der wird voll aufgefressen. Teil. Hallo, Stein? Hallo? Ach, also, ich kann nicht gut umgehen mit dem Jetpack, muss ich sagen. Kann man den da oben einfach dagegen fliegen? Ja, und das kann vielleicht schon, gell? Ich glaube, das Einfachste ist jetzt, ihn einfach aus dem Wasser rauszuretten, aber das muss doch im Flug auch gehen, oder? Ach, verdammt, ich dachte, jetzt wäre schon. Ja, Chef, kriegen wir dich noch? Ich glaube, so ist es eigentlich nicht vorgesehen. Da eigentlich spawnen die unendlich nach, oder wenn ich die jetzt nicht erwische, vier Stück, Mission gescheitert? Welcher Bild? Hier, da hinten wäre Stein, da könnte man drauf landen, wenn man es schaffen würde. Also ich möchte jetzt schon mal einen Flug fangen. Hey! Cool. Oh, Mist. Die kriegen wir nicht. Na gut, also 3 von 4 aus dem Wasser. Ich glaube, das war nicht so geplant eigentlich. Naja, was soll's. Oh, sehr gut, Mr. Bessel. Hier, nehmen Sie das. Diese Waffe hat der andere Raumfahrer verloren. Was? Hast du noch jemanden wie mich gesehen? Aber natürlich, Mr. Bass. Er ist dort drüben. Er stürzte mit einem riesigen Metallvogel ab und baumelt jetzt über den Klippen. So ein Scherzkeks. Sie können ihn durch diesen Schacht erreichen. Okay, spring auf meinen Rücken. Spitze. Ich werde ihn retten. Okay, jetzt haben wir noch eine neue Waffe. Mal gucken, wie die abgeht. Okay, mehr Feuerkraft, aber begrenzte Munition. Wie kann man die auswählen? Oh, keine Zeit zu verlieren. Ja, die haut mir rein. Aber wie kann ich jetzt... Okay, mit Tab kann man hin und her schauen. Hallo? Wie ist die Maus so? Hätte ich da in die andere Richtung? Das, nee, oder? Nee.
Ist er zu kurz. Ja, okay. Vielleicht noch ein bisschen zu schnell. Habe ich es jetzt aus Versehen auf Standard zurückgesetzt, oder? Ja, es ist besser. Okay, kein Schuss mehr. Hier, das wird die Munition sein, nehme ich mal an. Ja. Zwei Schuss wieder von der Rack. Box ist, glaube ich, ziemlich groß. Ich will immer mit der rechten Maustaste zoomen und dann startet er das Jetpack. Schuss von ihm abwehren, indem man abschießt, mal testen. Nö. Alles klar, immer eingebildet. Okay, da gibt's Muni. Da müsste doch jetzt mein Kumpel irgendwo rumhängen. Fackeledler. Tut mir leid. Ich warte da drüben, falls Sie mich brauchen. Leg dich ab, Tay. Das ist dein Freund. Der ist doch. Komm schon, wir müssen Reg suchen. Ach, den werden die Reaper längst erwischt haben, Mr. Bass. Was? Oh ja. Gestern hat eine Reaper-Schwadron mein ganzes Dorf gefangen genommen. Ich konnte nur durch diese alten Minenschächte der Smarties entkommen. Wo könnten Sie ihn denn hingebracht haben? Wir könnten Daddy fragen. Er und Mutter sind die einzigen Smarties, die nicht erwischt wurden. Er weiß es bestimmt. Sie leben oben in den Codpiece-Bergen auf der Insel Sorsha. Da hinzukommen ist allerdings nicht gerade leicht. Na klasse, warum? Nun, zum einen liegt der Eingang zur Minenschacht in einem Reaper-Gebäude, das von Reapern bewacht wird. Die ballern bei jeder Bewegung los. Dann sind da noch die Wächter der Reaper. Die können einen in Sekunden umzingeln. Aber bevor man überhaupt da hineinkommt, muss man durch einen Schacht, der mitten in einem Reaper-Brutplatz liegt. Also ich verstehe unter Spaß was anderes. Aber mit Ihnen bin ich dabei. Hey, Clara, du hast nicht noch etwas mehr an Feuerkraft, oder? Mr. Basil, ich bin erst 10 Jahre alt, verdammt nochmal. Und mein Daddy sagt, dass es meine Nerven zu schlecht sind, als dass ich mit Pistolen rumspielen könnte. Aber es gibt auf allen Inseln Smarty-Läden. Sehen Sie doch auf Ihre Karte. Da kriegen Sie Munition und manche haben sogar neue Waffen. Okay, bist du bereit, Tell? Alles klar, Bass. Bin soweit, Mr. Bass. Okay, jetzt kann ich wohl zwei Mechs steuern.
Aber ich würde auch sagen, das reicht erstmal so als Ersteindruck. Schreibt bitte jetzt in die Chat, ob ihr Sacred 1, Sacred 2 oder Giant Citizen Kabuto spielen wollt. Beziehungsweise in den Kommentaren. Ich werde das Video auch auf YouTube hochladen. Ich werde da jetzt so, ich schätze mal, vielleicht eine Woche warten und mir dann anschauen, welches Spiel denn gewonnen hat, und dann werde ich mit diesem Spiel beginnen. Ist zu zocken. Fertig. Genau. Also, um es nochmal so zu... Also entweder Sacred 1 Gold, Sacred 2 Gold, oder Giant Citizen Kabuto. Ich werde jetzt dann erstmal wieder offline gehen. Wie gesagt, das Video dann auf YouTube hochladen und dann eben die Auswertung machen und dann schauen, welches Spiel es dann wird, und dann wird es dann voraussichtlich nächste Woche damit losgehen. Okay, danke fürs Zuschauen, bis später, ciao.